Hallo und herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Ja, euch wird dieses Spiel eventuell schon ein bisschen zum Hals heraushängen, weil ihr wahrscheinlich in letzter Zeit schon massiv viel von diesem Spiel gesehen habt, denn das Remake ist mittlerweile schon eine kleine Weile draußen und ich nehme mal an, die meisten von euch haben das schon gespielt, die meisten von euch werden das wahrscheinlich sogar schon durchgespielt haben. Und ich hoffe, ihr seid dessen noch nicht so ganz überdrüssig geworden und habt trotzdem Bock, heute noch ein bisschen mit mir Paper Mario zu gucken, zu spielen, wie auch immer. Bevor wir allerdings heute, ja, also mein Plan heute ist erstmal in den Duellkerker zu gehen. Wir kaufen uns da im Voraus erst nochmal ein paar Sachen, ganz einfach aus dem Grund, weil wir im Duellkerker massiv viel Kohle bekommen werden und ich deshalb im Voraus gerne noch das Geld ausgeben würde, damit wir danach... Ja, damit wir halt einfach nicht überlaufen. Also ich finde es ein bisschen schade, dass es in Paper Mario nur 999 Münzen zum Tragen gibt. Grundsätzlich finde ich so eine Beschränkung in Spielen eher immer komisch. Glück gehabt, Partner. Ja, wir gucken uns mal kurz an, was ist hier, ob wir hier noch ein paar Orden gebrauchen können. Hier sehe ich zum Beispiel nämlich schon mal den Kampfwut-Partner-Orden. Und ich glaube, den haben wir noch nicht. Den würde ich mir dann doch mal kaufen wollen. 35 Münzen, 1 OP. Ich hoffe, das war richtig. Gucken wir einmal. Ups, nicht Menü. Einmal bei Orden. Kampfwut, Kampfwut, Kampfwut. Hier. Genau. Und da fehlt tatsächlich auch noch der normale Kampfwut-Orden. Aber wir haben schon 70 Orden. Das ist ordentlich. Blumensegen, Glücker, Partner, Eisschlag, Fortuna, Partner. Fortuna-Partner, haben wir hier. Glücker-Partner haben wir noch nicht, den nehmen wir auf jeden Fall. Und dann haben wir noch Eisschlag und Blumensegen. Sind jetzt alles nicht so die krassesten Orden, aber man nimmt sie auf jeden Fall mit. Eisschlag und Blumensegen, genau. Und jetzt würde ich tatsächlich nochmal hingehen, und uns noch ein paar Orden kaufen, die wir noch nicht haben, aber die jetzt nicht in der Angebotslade liegen. Endlich, ich habe lange auf dich gewartet. Okay. Nein, Sonderangebote, ich weiß, dass sie da sind. Dankeschön. Nein, ich weiß, dass sie... Ich hasse sowas. Kaufen. Andere. Dankeschön. Kampfhut. Den brauchen wir auf jeden Fall noch. 50 Münzen. Meine Güte. Kranker Scheiß. Dann haben wir noch... Dann haben wir noch, ich glaube, Novizenmütze und Münze. Münze? Ich dachte immer, das heißt Mütze. Aber Münze macht vielleicht mehr Sinn, wenn das andere eine Brosche ist. Den Sound FXE-Orden haben wir auf jeden Fall noch. Beim Angriff brüllt Mario wie Bowser. Gib ihm. Bei dem bin ich mir ziemlich sicher, dass wir ihn noch nicht haben. Und Novizenmünze und Champion-Brosche haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Novizen. Die müssten hier irgendwo sein. Wahrscheinlich hier die beiden, schätze ich mal. Und ja, dann sieht das eigentlich auch echt gut aus hier, muss man sagen. Was ist das hier eigentlich? Kuckuck. Ach, zeigt die KP der Gegner an. Ja, das kann auch unter Umständen hilfreich sein. Ist allerdings, wenn man mit Gumbrina eh alle Gegner scannen will, ein bisschen unnötig, würde ich mal sagen. Genau, dann kaufen wir uns die beiden Orden noch und dann sind wir auch ziemlich genau auf Null gelandet mit unseren Münzen. Champ-Brosche. Sehr gut. Okay, haben wir... Ich glaube, ansonsten haben wir nichts mehr, was wir hier mitnehmen müssen. Genau, es waren die beiden hier, perfekt. Und dann fehlen hier noch zwei Stück und die anderen sind alle ein bisschen vereinzelt hier. Aber das sieht doch schon wahnsinnig geil aus. So. Und ich würde sagen, gut, wir können mal den Sound FXE-Orden kurz anmachen. Ja, gut. Ist mäßig spannend, ist ein cooles Gimmick, aber wird man nicht benutzen. Und Novizenbrosche und Champ-Brosche und Novizenmütze sind vielleicht ganz interessant, wenn man noch ein bisschen mehr Sternpunkte farmen will. Das Action-Kommando wird schwerer auszuführen, dafür hält Mario mehr Sternenergie. Und hier ist das Action-Kommando wird einfacher auszuführen, dafür hält Mario weniger Sternenergie. Damit kann man sich so ein bisschen seine Schwierigkeit vom Spiel zurechtlegen, was ganz cool ist.
verdoppelt den Schaden, den Mario erleidet. Keine Ahnung, wo man den reinlegen sollte. Aber für den Moment würde ich sagen, wir nehmen mal wieder unseren ganz normalen Mario. Darauf habe ich auf jeden Fall Bock. Ja, was kann ich noch erzählen? Ich bin heute an einem wunderschönen Samstagmittag am Aufnehmen. Hab gestern meinen letzten Urlaubstag, meinen letzten Arbeitstag vom Urlaub gehabt. Dementsprechend ganz gute Laune. Wollte gestern leider schon eine Runde aufnehmen. Warum leider? Ganz einfach, weil, wenn mir die Aufnahme leider abgeschmiert ist. Das fängt ja schon mal geil an. Naja, immerhin hat's Action-Kommando geklappt. Dann würde ich sagen, nee, machen wir das so. Saugmatz! Genau, und was wollen wir uns heute widmen? Wir wollen heute in den Duellkerker gehen. Das steht ja schon seit einer ganzen Weile aus, dass wir da mal ein bisschen aufräumen. Und ja, den Duellkerker hatte ich beim letzten Mal auch schon gemacht, beziehungsweise gestern schon mal gemacht. Aber wie gesagt, die Aufnahme ist mir leider flöten gegangen. Ist immer ärgerlich, wenn sowas passiert. Auch ein Grund, warum ich sehr darauf aus bin, nicht mehr dieses klassische Let's Play-Format irgendwie weitermachen zu wollen, sondern stattdessen mich lieber... Ja. mich lieber von Asku-Patrouillen verprügeln lasse. Verdammt. Okay, wir machen gleich nochmal einen Saugmatz. Das ist einfach eine gute Fähigkeit, muss man klar sagen. Vor allem für Gegner, die halt eine gute Verteidigung haben, beziehungsweise... Ja, wobei eigentlich war es notwendig. Ja, doch, ich glaube, es war schon notwendig. Beziehungsweise wir hätten. Nee, ich glaube, wir hätten nicht beide Gegner ansonsten töten können. Das war schon vernünftig, denke ich. So, haben wir die Röhre. Das ist der Grund, warum ich lieber weiter rechts oder im rechten Bereich nach unten gehe, anstatt hier. Genau. Wie gesagt, heute Duellkerker. Den meisten Teil des Duellkerkers kennen wir schon, wie ihr vielleicht noch im Kopf habt. Und für die ersten Ebenen würde ich ganz gerne den guten Kupio raushauen. Denn Kupio ist in der Lage, alle Bodengegner auf einmal zu treffen. Und dabei nicht so viel BP zu schlucken, wie das der gute Bad Om tut. Die ersten Ebenen vom Duellkerker kennen wir schon. Die sind, ja, haben wir ja schon mal gemacht, bis Ebene 50. Wo wir uns den Wunderbeutel geholt haben. Ich finde es immer noch absolut sinnvoll, das im Voraus zu tun. Einfach, wow, ja, okay, stimmt. Wir kriegen jetzt massiv Items, weil wir immer noch unseren, wie heißt der Orden? Wo man mehr Items bekommt eben nach dem Kampf. Itemsegen? Ich glaube irgendwie sowas. So, mein Freund, du kommst mal her. Ach, ich hasse das. Das Problem ist, die Dinger baiten einen immer so krass. Aber gut, wenn man hier so einen Wirbelschlag hinbekommt, die sind schon mächtig. Die können theoretisch den Kampf komplett entscheiden. So in etwa. Ja, geil. Und der letzte hat einen Pilz. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Pilz bekommen, ist auch relativ groß. Wegen unserem coolen Orden. Und da ist er auch. Also ich glaube, mit dem Item-Segen-Orden ist es, ja, also auf jeden Fall eine über 50% Wahrscheinlichkeit, dass du das Item, was du siehst, auch bekommst. Beziehungsweise was ein Gegner hatte, auch bekommst. Und dann noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass du noch andere Items bekommst. Also, das ist schon ziemlich mächtig, würde ich mal sagen. Genau. Und ja, wie gesagt, die ersten 50 Ebenen kennen wir. Den Wunderbeutel haben wir auch im ganzen Storyverlauf einiges brauchen können. Das war schon absolut sinnvoll. Trockenpilze nehme ich erst gar nicht mit. Ist mir beim letzten Mal auch schon aufgefallen, dass die einfach nur Trash sind ab einem gewissen Zeitpunkt. Oh, was? Ich hab den Hammer voll durch deinen Körper durchgesäbelt. Na gut, wenn du das nicht so siehst, kann ich auch nichts machen. Dafür gibt es einen Powerpanzer. Uäh. Nice. Und er kann sogar Doppel-Action-Kommando. Das habe ich beim letzten Mal auch ziemlich oft verkackt. Aber es ist richtig nice, wie Kupio dann nochmal in die Kamera guckt und dann... Schon wieder ein Item. Es ist echt krass. Also wenn du hier in dem Duellkerker Items verkaufen könntest auch noch. Das wäre echt schön. Oh ja, sehr, sehr cool. Ach, haben wir noch genug Münzen? Ich hoffe doch. Ich bin der Verschicker und ich kenne ein paar Abkürzungen durch die Keller. Für eine Handvoll Münzen kann ich euch verschicken. Ist das ein Angebot? 5 Etagen tiefer. 30 Münzen. Machen wir auf jeden Fall. Augen zu. Absolut kranke Special Effects. Und da sind wir schon auf Ebene 10. Sehr nice. Da
Dafür opfere ich auch gern ein bisschen Münzen, einfach weil die Anfangsebenen hier so dermaßen, ja. Ich meine, wir haben alles schon mal gesehen. Und am Anfang hier den Verschicker nutzen zu können, ist eine coole Sache. Beim letzten Durchgang habe ich ihn nur einmal bekommen auf den ersten 50 Ebenen. Ich hoffe, dass wir ihn heute vielleicht zweimal bekommen werden. Das wäre schon ganz nett. Genau. Was ihr allerdings auch hier klar sehen könnt, wir kriegen jetzt von jedem Gegner oder von jedem Gegner-Setup quasi nur noch einen einzigen Sternpunkt. Das ist... Und eine Münze? Wait. War das jetzt Karma oder wir haben noch vorher immer massiv viel mehr bekommen? Also irgendwas ist da kritisch. Ja. Yes, perfekt. Genau, und mit dem einen Sternpunkt haben wir natürlich massive Schwierigkeiten, hier überhaupt ein Level abzubekommen. Und deshalb muss man halt immer gucken, dass man hier, ja, so ein bisschen haushält mit seinen KP und BP. Ja, jetzt kriegen wir auf einmal wieder 10 Münzen. Also irgendwas war in dem Kampf buggy, habe ich den Eindruck, dem letzten. Oder wir haben halt einfach massiv viel Pech gehabt. Ich weiß auch gar nicht, nach was sich die Anzahl der Münzen richtet. Wie krass das variieren kann, wie krass random das ist. Ja. Wäre teilweise schon mal interessant, also auch wenn man dieses Spiel hier speedrunnen möchte oder so, wäre tatsächlich mal interessant zu wissen, was man da für Sachen beachten muss bei. Und, nee, zweites Mal habe ich verkackt. Beim zweiten Mal muss man so übelst lange warten. Das kann einen manchmal ein bisschen raushauen. So, nochmal ein Pilz. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Genau. Wie ihr vielleicht hört, habe ich mittlerweile... Oh, wir haben echt Glück. Nice. 5 Etagen tiefer. Zum Eingang wäre echt bitter. Das wird uns hoffentlich nicht passieren. Aber so wie es jetzt läuft, nehme ich das liebend gerne mit. Auch wenn ich dafür ein paar Münzen opfern muss. Aber... Es lohnt sich auf lange Sicht auf jeden Fall. Genau, wie ihr mittlerweile vielleicht hört, habe ich mir ein Großmembranmikro zugelegt. Und bin nach Jahren des Let's Playings mit Headset endlich mal auf diese Seite gewechselt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es hundertprozentig geiler finde, aber es hat auf jeden Fall einen coolen Nutzen. Denn es dürfte bald wieder die Möglichkeit geben, oder ich habe jetzt die Möglichkeit, auch mit zwei Leuten auf einmal aufzunehmen. Und ja... Ich sag mal so, diese Möglichkeit wird relativ bald genutzt werden. Wenn ihr dieses Video seht, ist es vielleicht schon soweit. Insofern erzähle ich euch da wahrscheinlich nichts Neues, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass das jetzt möglich ist. Und ja, ich dachte mir, ich probiere es auch einfach mal so aus, jetzt bei normalen Aufnahmen, auch außerhalb von Streams oder ja, außerhalb auch von zwei Leuten Streams, dass ich das Ganze mal, das Setup mal benutze. Ist noch ein bisschen ungewohnt für mich, jetzt hier immer so ein ja, Stück links von mir zu haben, was ins Bild ragt, so ein bisschen. Aber ich denke, wir kommen damit schon irgendwie klar. Wie machen wir den Spaß denn jetzt? Ja, komm. Wir lassen den Buhu einmal draufhauen. Wir haben jetzt schon so viel gespart. Oh. Oh, vielleicht lassen wir den Buhu auch nicht draufhauen. Ach ne, Moment. Ach ja, Kupio macht ja... Ich dachte irgendwie, Kupio macht nur noch 3 Schaden. Der macht ja schon 5 Schaden. Das ist ja... Der Wirbelschlag macht nur 3 Schaden. Aus dem Grund ist es schon absolut sinnvoll, mit Kupio da nochmal reinzuhauen. Ja, und Kupio, wie gesagt, ist, finde ich schon, gerade für die ersten Ebenen auf jeden Fall einer der sinnvollsten Partner, die man nutzen kann. So, mein Freund. Du kriegst jetzt auch mal auf ein Tünnes. Und dein... Gumba-Freund hinter dir genauso. Ja. Ja, ich hoffe, es passt von der Qualität so. Ich habe es vorher mal ein bisschen ausprobiert. Ich denke, von der Audioqualität ist immer noch ein bisschen das Echo in diesem Raum, was ein bisschen bottleneckt. Ich hoffe, damit kann man immer noch leben. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass es sich ein bisschen besser anhört als mit meinem Headset. Auch wenn ich mit meinem Headset schon relativ zufrieden bin, muss ich sagen. Also ich habe mir ja auch vor einem halben Jahr, glaube ich, mal ein kabelloses Headset gekauft. Und bei kabellosen Headsets muss man halt immer höllisch aufpassen, dass die Qualität halt nicht komplett Banane ist. Weil bei vielen kabellosen Headsets, die legen halt nur Wert auf die Soundwiedergabe, aber nicht auf die Mikroqualität.
Und da kann es unter Umständen dann schon ein bisschen ekliger sein, was Sinnvolles zu finden. Aber ja, mittlerweile, also ich bin jemand, der sich sehr immer inspirieren lässt von irgendwelchen YouTube-Reviews. Und ich würde mir mittlerweile sogar zuschreiben, beziehungsweise ich würde auch den YouTube-Reviews mittlerweile zuschreiben, dass man da wirklich relativ genau schon erkennen kann, was für einen wichtig ist. Man muss halt ein bisschen suchen, man muss sich halt auch ein paar mehr angucken. Aber ja, so im Großen und Ganzen, wenn man jemanden findet, der halt genau auf die Punkte eingeht, die einem selbst auch wichtig sind, und die bespricht, das war jetzt vielleicht gar nicht mal so cool. Ja, ich glaube, weil jetzt müssen wir hier so einen Powerpanzer raushauen, aber passt schon. Boom. Und, ach, schon wieder zu früh. Es ist Kupios. Showeinlage ist nicht so einfach zu treffen. Ja. Genau, was wollte ich jetzt sagen? Wo bin ich stehen geblieben? Headsets, genau. Also grundsätzlich so von YouTube-Reviews und so. Ich würde mir mittlerweile zuschreiben, da ganz gut rauszuerkennen, was ich interessant finde. Und ja, es ist halt auch... Also ich finde es... Oh, verdammt. Das war nicht so gut. Wie machen wir den denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Wir machen noch Wirbelschlag. Okay, ein Wirbelschlag war absoluter Schwachsinn, merke ich gerade. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ist das vollkommen egal. Wir kriegen eh keinen Down. Außer die Wand fällt. Bitte Wand. Schade. Eine fallende Wand wäre jetzt cool gewesen, aber es sollte leider nicht sein. So, dann machen wir dich jetzt so weg. Und kriegen halt die Gloomba immer noch nicht Down. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, für die Kämpfe ist Kupio dann vielleicht doch nicht so prädestiniert. Aber gut, ich sag mal, ein bisschen Schaden können wir leben, insbesondere wenn wir danach ohnehin wieder vollgefüllt werden. Kranker Scheiß. Nice. Und dafür nehmen wir wieder einen Sternpunkt mit. Ja. Ja, das Gute ist, in der Anfangsebene, ja, braucht man halt Sternenergie fast nicht. Das heißt, man kann sich auch, wenn man will, wirklich nochmal einen Superfit geben, damit wieder ein BP auffüllen und dann läuft das auch ganz gut. Genau. Ja, also solche Reviews finde ich mittlerweile auf YouTube. Wieso kriege ich das jetzt nicht mehr hin? Das ist echt ein bisschen kritisch. Ja, wir machen das jetzt. Wenn ich so schon nicht hinkriege, dann machen wir einmal die Hau-drauf-Taktik. Mit Bart um. Boom. I love it. Auch wenn es sehr, sehr viel BP kostet, aber das nehmen wir gerne mit. Um so einen Kampf doch mal deutlich schneller zu gestalten. Und ich meine, durch die Abkürzungen sind wir echt schon ganz gut voran. Oh mein Gott, das ist echt, wir haben so viel Glück gerade. Nehme ich auf jeden Fall mit. In jeder 10er-Ebene gibt es einen von denen. Sehr, sehr cool. Da gestaltet sich das Ganze doch sehr viel schneller, als man es gewohnt ist. Ja, das wird jetzt spaßig. Wir nehmen vielleicht nochmal Bad Omp raus. Fuck. Da war ich zu spät. Aua. Das hat wehgetan. Ja. Vielleicht mal ein bisschen BP sparen, weil wir jetzt schon einiges ausgegeben haben. Ich glaube, die Fies-Coopers waren die, also die, die wir jetzt gesehen haben, den grünen. Das war, glaube ich, der, der auf dem Boden liegend auch noch eine Attacke machen kann. Ja, das ist mir eigentlich egal, muss ich sagen, was du machst. Weil du gleich eh umgekippt wirst, mein Freund. Dafür ist Bad Omp auf jeden Fall die richtige Wahl. Genau, also ich muss sagen, gerade die Testberichte, die man so ja, auf diversen Testseiten liest, die wirken immer sehr generisch irgendwie. Also klar, die haben gewisse Vorgaben, an die sie sich immer richten müssen, aber es ist halt nicht so, als kann da jemand wirklich aus dem längeren Nutzen irgendwie berichten. Und den Eindruck habe ich halt bei Reviews, die auf YouTube passieren, schon eher, dass die Leute halt, dadurch, dass sie weniger Produkte reviewen und das halt nicht beruflich
Ja, okay. Vielleicht doch in Teilen beruflich machen, aber halt nicht. Probieren es mal mit Falke. Eventuell die richtige Wahl. Mal schauen. Ja, vielleicht schon hauptberuflich, aber zumindest, ich sag mal, gezielter auf einzelne Produkte und nicht auf ganze Produktpaletten irgendwie machen. Also wenn du jetzt so ein, ja, so ein Tester bist von einem, von der Testseite, dann musst du ja wahrscheinlich jede Woche irgendwie einen Test oder eine Testserie quasi raushauen. Und dann ist klar, dass du dir innerhalb dieser einen Woche eben nicht so ein Riesenbild davon machen kannst, wie jetzt einzelne Produkte im Detail funktionieren. Und da geht es dann wirklich auf Masse eher. Und ich glaube, bei YouTube-Tutorials ist es dann schon eher so, dass man da ja sich gezielt vielleicht zwei, drei Produkte rausnimmt und die halt ein bisschen intensiver beschreibt. Und das, ja, ist, glaube ich, schon gar nicht so schlechte Wahl. Ja, komm, wir bleiben bei Falke. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch so beim letzten Mal gehandhabt habe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier ein ziemlich asoziales Setup, wenn ich das mal so sagen darf. Aber. Ah, Falke war vielleicht nicht so die allerbeste Idee. Wir machen das mal so. Was? Nein. Okay, das war dämlich. Aber wir müssen den hinteren. Oh. Please. Ich habe R gedrückt. Okay. Oh, verdammt. What? Okay, also mein Action-Kommando ist gerade völlig für den Arsch. Das müssen wir noch irgendwie hinbekommen. So, machen wir ihn mal. Eine Stampfattacke, schon wieder das Action-Kommando verhauen. Das ist echt. So, und ich glaube, mit ihm machen wir jetzt einfach nochmal eine Verteidigung, weil. Aha, so funktioniert es mit dem Ausweichen. Sehr gut. Ist ein bisschen doof, dass man sie nicht mit einem normalen Sprung töten kann. Und mit Falke können wir auch nochmal probieren, hier die. Da! Vorher kann man sogar noch ein Action-Kommando triggern. Das war mir auch nicht bewusst. Gut zu wissen. Ja, vier von denen sind schon ein bisschen mies. Aber ein Wutbeben ist ziemlich geil. Das nehmen wir auf jeden Fall mit.